Radio 1. Flake, des Tastenfickers Podcast. Und herzlich willkommen. Wenn Sie dieses Lied nicht kannten, ist es ein gutes Zeichen. Das heißt, Sie sind noch jünger als 50. Das war ein Opus. Das Lied hieß Life is Life. Was so viel heißt wie lebendig ist lebendig. Ist natürlich klar, dass lebendig ist, sonst würde es ja nicht lebendig heißen. Ich weiß auch nicht, warum man Sachen, dieselbe Sache nochmal bestätigt wie Nein heißt Nein. Sagt man ja auch nur, wenn eigentlich Nein nicht Nein heißt, sondern Ja. Da muss man extra nochmal sagen, Nein heißt Nein. Genauso Blödsinn wie Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Klar ist Dienst Dienst und Schnaps ist Schnaps. Das weiß ich selber, weil Dienst heißt ja Dienst und nicht Schnaps. Sonst würde es ja Schnienst heißen oder weiß ich. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht im Dienst auch Schnaps trinken kann. Oder Schnaps im Dienst.
das hieß aber Life is Life. Es gibt doch, wenn man was anderes nimmt, heißt das Geiz ist geil. Das klingt gleich, heißt aber nicht dasselbe. Bei eins ist Geiz, das andere ist geil. Und die beiden Sachen haben miteinander überhaupt nichts zu tun, weil das liegt schon im Wort Geiz, ist was Negatives. Geiz ist ja, wenn man geizig ist, obwohl man reich ist. Wenn man wenig Geld ausgibt und das zusammenhält, ist man sparsam und nicht geizig. Und sparsam sein kann Vorteile haben, Geiz nicht. Und Geiz ist auf keinen Fall geil. Geil ist auch sehr schwer zu verstehen. Ich kenne da diesen blöden Witz, wo die Lehrerin in die Klasse kommt und sagt, guten Tag, liebe Kinder, ich bin die neue Lehrerin. Das sind hier zwei Wörter, die ich hier nicht gerne hören möchte in dieser Klasse. Das eine ist geil, das andere ist cool. Da meldet sich ein Kind und sagt, ist ja krass. Und wie heißen die beiden Wörter? Ich lasse mal ein bisschen Zeit, damit man den Witz verstehen kann. Hat bei mir auch lange gedauert. Heute geht es nicht um geil, obwohl man geil noch besser erklären könnte. Geil kommt aus der Pflanzenwelt. Wenn ein Zweig schnell im Frühling gerade hochwächst, ist es der Geiltrieb. Und der personifiziert gewissermaßen dann die Latte beim Mann, wenn der Mann geil wird. Also wenn man Lust hat, sich fortzupflanzen, wenn alles sprießt, dann ist es biologisch geil. Das kann ich auch umgesetzt verstehen auf irgendwelche Empfindungen, wenn man ein Lied hört und sagt, Mensch, das ist ja geil, weil man sich einfach gut fühlt bei dem Lied, weil einem das ein gutes Gefühl gibt. Oder weil man einfach sagt, da auch Latte kriegt. Aber das Wort cool ist schwerer zu beschreiben. Heute soll es nämlich um uncoole Bands gehen, also was natürlich das Gegenteil von cool ist. Und bevor wir uns über das Wort cool unterhalten, hören wir erstmal ein Lied, was allgemein als uncool gilt. Thank you.
Das war Genesis mit Invisible Touch. Sie haben es ja oft genug gesagt, dass man es mitgekriegt hat. Ich finde das nicht gut. Also soll keiner denken, dass ich das nicht gut finde. Besonders diesen Bass, dieser Sinti-Bass da unten rum, finde ich total gut. Aber ich spiele es hier in der Sendung, weil wenn man mich jetzt fragen würde, was hörst denn du so für Musik, würde ich nicht als erstes Genesis sagen, weil das eben ein bisschen uncool wäre. Weil cool ist so was wie White Stripes oder wie ich. Also cool sind ja meistens Bands, die keiner kennt. Weil dann ist man ja schon cool, weil man die Bands kennt, im Gegensatz zu allen anderen. Und so ein Lied, naja, das hört man einfach im Stillen, wenn es mal im Radio kommt. Aber es zählt jetzt nicht als cool. Wobei ich mal cool versuchen will zu definieren. Ich habe einen großen Bruder. Der ist 3 Jahre älter als ich. Und als er in der 8. Klasse war, kam er irgendwann mal aus der Schule und sagte irgendwas mit cool. Und ich dachte natürlich, cool schreibt man K-U-H-L. Eben cool, wie die Kuhle. Wir hatten ja in der Schule Kreuzchen-Kuhle, war ein Pflichtbuch. Ich habe die Bücher mal sehr gerne gelesen, weil ich generell gern gelesen habe, weil ich nicht viele Freunde hatte und viel Zeit. Und da habe ich mir das durchgelesen, aber habe schon gleich beim Anfang des Buches irgendwie schlechte Laune gekriegt. Der Held des Buches hieß Jampol, was ein Name ist, den ich davor und danach nie wieder gehört habe. Sein anderer Freund hieß Schraube, weil er gerne am Motorrad geschraubt hat, aber einen Typen Schraube zu nennen, das klingt so, als versucht irgendein Jugendschriftsteller ein Jugendwort zu finden für ihn, der gerne schraubt, der dann Schraube heißt. Also ich kenne viele Leute, die gerne schrauben. Ich bin über 50 und keiner, ich bestätige, keiner heißt Schraube. Also auf so eine bekloppte Idee würde man nicht kommen. Und der fährt zu seinem Großvater, dieser Jampol, trifft da eben seine Freunde Schraube und Christian und da finden sie dann so einen komischen Westler, der da rumstreicht, der zufälligerweise SS-Offizier war und dann Schatz mit Raubkunst versteckt hat in der Kreuzchenkuhle. Das ist nämlich der See, wo spuken sollte. Und das Buch hat sich gezogen und gezogen und war so langweilig. Und der Opa hat immer nicht geredet, weil der hat den Schatz dann mit vergraben. Der wurde gezwungen dazu und sein Freund ist dabei gestorben, der Gotthold, der Blinde oder war taub, weiß ich. Jedenfalls gab es einen fürchterlichen Ärger und die ganze Zeit versuchte Schraube, einen Zylinderkopf und eine Zündapp zu finden. Ich wusste weder, was ein Zylinderkopf ist in der 6. Klasse oder wann das Buch dran war, noch was eine Zündapp ist. Ich dachte, das heißt Zündan oder so. Wie kann man Motorrad Zündapp nennen? Inzwischen ist das, weiß ich, das irgendein Name oder so. Aber das Buch hat mich so genervt, dass ich eigentlich mit cool überhaupt nichts zu tun haben wollte. Zum Schluss ist natürlich die Volkspolizei gekommen, hat den Kohlweiß erschossen, den SS-Offizier. Der Schatz wurde geborgen, ins Museum gebracht, alles war gut. Aber ich hatte da keine so Freude dran. Das Wort cool war mir damit auch verleidet. Was ich noch kannte, war coole Wampe. Wobei ich mit dem Begriff erst recht nicht anfangen konnte. Wampe verstehe ich. Wampe wird, also als Wampe wird mal ein Bauch bezeichnet, der ein bisschen dicker ist. Aber eine coole ist ja eher das Gegenteil vom Bauch. Und da musste ich erst nachgucken, um rauszukriegen, dass coole Wampe ein Film war. Wo man sollte es kaum glauben, Bertolt Brecht doch mitgeschrieben hat als Drehbuchautor. Ein Regisseur war der Bulgare Slatan Dudov. Und das war ein ganz interessanter Film. Ein halb Spielfilm, halb Dokumentar und halb Propagandafilm über so eine Arbeiterfamilie, wo sich einer aus dem Fenster gestürzt hat, weil er den Job verloren hat. Und die Freundin hat sich dann verliebt und musste in eine Gartenkolonie ziehen, die coole Wampe hieß. Also damit ist das Rätsel gelöst. Die Gartenkolonie hieß so, wahrscheinlich weil es eine coole war, also wirklich eine coole. Und danach wahrscheinlich ein Berg, dann die Wampe. Und es ging dann so weiter, hat sie sich in einen verlobt, dann ist sie schwanger geworden, dann hat er gedacht, er wollte ihm das Kind anhängen, hat sich von ihr getrennt, dann haben sie wieder zusammengefunden und fahren dann auf der S-Bahn. Und da hat Bertolt Brecht dieses Gespräch zwischen den Arbeitern und den anderen in der S-Bahn geschrieben, wie sie die Welt verändern sollen oder so. Und dann hat eben die Anni gesagt, oder Anne, ich weiß ja nicht genau, wie sie hieß, hat gesagt, die, denen die Welt nicht gefällt, die werden sie verändern. Das war dann die Lehre von diesem Film. Ich weiß nicht, ob der im Osten gezeigt worden ist. Ich habe ihn nie gesehen, aber dazu angeregt, irgendwelche Sachen als cool zu bezeichnen, hat mich der Film so und so nicht. Wir hören mal noch ein Lied. Jethro Tull.
by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible. Open at page one. I thank God he stole the hammer. And the train, it won't stop. Oh, no, it could slow down. Oh, it could slow down. No, it could slow down. Oh, it could slow down. No, it could slow down. That was Jethro Tull. Ich mache meine Notizen immer im iPad, obwohl ich hier keine so Werbung dafür machen will, weil eben ein großer Nachteil ist, dass es ein deutsches Rechtschreibprogramm hat. Und bei mir steht jetzt immer Jethro Tull, was das natürlich nicht heißt. Tull ist ja irgendeine Stoffart. Und Jethro Tull, muss ich jetzt gestehen, ich weiß auch nicht, was das heißt. Das Lied heißt Lokomotiv Breath und das hat er auf seiner Flöte ja auch so schön versucht zu imitieren, dieses Lokomotiv Gepuste, falls es das Wort gibt. Denke mal nicht. Ich hatte die Platte als Kind-Jugendlicher geschenkt bekommen oder gekauft für 150 Mark Ost. Oh, das Plattencover war so ein bisschen bläulich, irgendwie so verschwommen und da stand dann so eine gemalte Figur auf einem Bein drauf. Das sollte dann Ian Anderson sein, der angeblich immer auf einem Bein auf der Bühne stand und Querflöte gespielt hat. Querflöte ist eines der widerlichsten Instrumente, die je hervorgebracht wurden, gerade wegen diesem Anblasen. Aber gerade dafür ist Jethro Tull berühmt geworden, weil er hatte eine perfektionierte Technik des forcierten Ausdrucks. Das scharfe Anblasen, die Flatterzunge und gleichzeitiger Stimmeinsatz. Klingt ein bisschen nach Sexpraktiken, sind es aber nicht. Er hat einfach nur Musik gemacht. Und dieser Stil, der dann bei der Band rauskommt, wird als Progressive Rock, was auch ziemlich widerlich klingt, obwohl es hier gar nicht um widerlich geht, oder Hardrock bezeichnet. Ich hätte es als Hardrock jetzt gehört. Als Kind-Jugendlicher habe ich es auch als Hardrock empfunden. Das war ziemlich das Härteste, was ich kannte, zusammen mit Electric Light Orchestra. Und es wird partiell sogar dem Blues- und Folkrock zugeordnet. Und dann gibt es noch Einflüsse aus Jazz, Weltmusik und elektronischer Musik. Somit ist es schon fast Fusion. Und Fusion ist eigentlich das Uncoolste, was es auf der Welt gibt. Ich kenne diesen Begriff Fusion nur aus Bandgesprächen, wenn jemand zu mir sagt, hör auf mit der Fusion-Scheiße. Weil Fusion ist gar keine Musik, sondern eine kranke Mischung, als wenn Quark und Pudding zusammengeflossen sind oder so. Ist jetzt schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall ist es nicht cool. Ich lüfte mal auch das Geheimnis. Cool heißt, jetzt kommt's, kühl. Ist aus dem Englischen so übersetzt, da heißt es kühl. Und damit sind wahrscheinlich Menschen genannt, die nicht gleich so aufgeregt japsen und auf sich aufmerksam machen wollen, sondern einfach still lächeln, wenn sie was Cooles, das sage ich schon selber. Also wenn sie irgendwas Gutes gemacht haben und sich nicht ihre Begeisterung gleich so hinreißen lassen, sondern was gut können, ohne das groß zur Schau zu stellen. Insofern ist cool ja eigentlich auch was Gutes. Das Komische ist nur, wenn man darauf achtet, cool zu sein und immer nur guckt, ob das doch cool ist, was man macht, ist man schon wieder extrem uncool. Weil cool ist eigentlich nur, wenn einem alles egal ist, wenn man das macht, was man macht, ohne darauf zu achten, ob was cool ist oder so. Ist alles ganz schwer zu erklären. Aber es ist, sag ich jetzt mal, hat nichts mit Qualität zu tun oder so. Womit ich nicht sagen will, dass uncool jetzt voller Qualität ist. Aber bei diesem Lied jetzt würde es fast stimmen. Ich finde das Lied qualitativ hochwertig, aber cool ist es nicht. Thank you.
we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Ja, die Scorpions sind eigentlich eine Heavy-Metal-Band. Die waren mal richtig hart. Also es gab mal einen Rockpalast, wo die irgendwie mit Krokus und Accept oder Iron Maiden als Hauptband gespielt haben. Das haben wir geguckt, irgendwie 1983 oder 84. Und da haben die richtig so abgerockt. Das war gar nicht übel. Elvis Costello hat noch danach gespielt, glaube ich. Das war richtig gut. Da haben wir die ganze Nacht gesessen und da sind mir Scorpions eigentlich als ganz angenehm aufgefallen, wenn man von ihren längst gestreiften Schlafanzug-Sachen mal so absieht, die sie so anhatten. Aber dieses Lied ist eigentlich wahrscheinlich nur so uncool, weil es so glatt und schön ist, ohne Eckenkanten, ohne schnelle Drift, da bleibt nichts hängen. Da dachte man auch, naja, hätten sie auch ein richtiges Lied machen können oder so. Warum so was softet, dahin gesäuselt? Da, also es ist wirklich, das Lied packt einen irgendwie nicht. Höchstens durch das Pfeifen. Und die ganze Band hat mich eigentlich nie gepackt. Auch bei diesem Rockpalast-Ding nicht, weil danach kam dann natürlich gleich eine bessere Band. Die machen das bei Rockpalast ja so, dass erst die schwächeren Bands kommen und dann immer die stärksten, die stärkeren. Und die Scorpions war nun mal die erste Band, die am Abend gespielt hat, oder die zweite. Und danach kam dann erst so Iron Maiden und die richtigen Kracher.
Die Band wurde für mich erst interessant, als ich gelesen habe, dass mal irgendwie 50 Beamte die Wohn- und Geschäftsräume durchsucht haben, weil es angeblich 9 Millionen Mark, damals natürlich noch Mark, über Briefkastenfirmen am Finanzamt vorbei ins Ausland transferiert worden waren. Und das fand ich sehr interessant, dass eine Band wie die Scorpions ganz einfach versucht hat, ihr Geld an der Steuer vorbeizuschmuggeln, die sie absolut nicht nötig hatten. Ich habe ja zu der Zeit im Osten gelebt, da gab es ja keine Steuern, also zumindest nicht mir bekannt. Und die Scorpions sind bekannt geworden im Osten, also über die Nachrichten und in meinen Augen durch Steuerhinterziehung. Das fand ich schon recht beeindruckend. Ansonsten hat man da nicht mehr viel von denen gehört. Im Osten gab es aber natürlich auch uncoole Bands. Soll keiner denken, dass das jetzt eine Westgeschichte war oder so. Man konnte im Osten auch sehr, sehr uncool sein. Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön, als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich höre in ihren Schatten gelegt. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abhauen. Leben und Sterben und Streit. Kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit, dass er geht. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Frieden und Streit. Weckt sie nicht, bis sie selber sich regt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Tastenfickers Podcast. Sein Pyjama liegt in meinem Bett. Sein Kamm in meiner Bürste steckt. Was soll das? Was soll das? Seine Schuhe stehen in Reihe und Glied. Der Anblick, den man gerne sieht. Was soll das?
Niemand soll mich jetzt falsch verstehen. Ich fand die beiden letzten Lieder richtig gut. Ich habe die gerne gehört als Kind. Ich höre sie immer noch gerne. Gerade das Pudi-Stück geht zu ihr. Nee, Quatsch, ist aus dem Film auch nicht. Wenn ein Mensch lebt, hieß das Stück. Und das ist gar nicht von den Pudis eigentlich, denn der Text war genau wie bei Geht zu ihr von Ulrich Plenzdorf und die Musik war von Peter Gotthardt. Und die Pudis wurden im Prinzip nur gefragt, ob sie das für den Film vertonen konnten, was sie auch gemacht haben. Und damit sind sie dann richtig berühmt geworden, was natürlich auch fies ist, wenn man als Band mit einem Lied berühmt wird, was ja nicht von der Band direkt ist. Das Stück eben war Unüberhörbar von Grönemeyer. Den finde ich richtig gut. Also als Typen finde ich ihn noch total cool. Schon recht, weil er einfach so angefangen hat. Ich wusste das gar nicht, aber wir hatten mal so eine Händlertour. Das hieß, mehrere Bands von Motor wurden zusammen zu den Plattenfirmen geschickt und so. Und so ein alter, alternder Sänger, Pape hieß der, glaube ich, von Clowns und Helden, hat durch den Abend geführt. Der hat mal so ein Lied gemacht, ich altes Trottelgesicht, hab mich wieder verliebt, wir schreiben 1985 oder so, irgend so ein schräges Ding. Und jedenfalls hat er einen Job gebraucht und hat da den Entertainer gemacht. Und vor Anja Mahnken, die da auch gespielt hat, die auch im Prinzip ein Act der Plattenfirma war, hat er erzählt, dass er mal in Hamburg in die Markthalle gegangen ist und da war alles ganz leer, ist also reingegangen. Und da war so halb dunkel und da saß da so durchgedrehter Typ, der hämmerte auf dem Klavier rum. Und er hat da gestanden und gedacht, was ist denn das, was soll denn das? Und das war dann Grönemeyer. Was gezeigt hat, dass Grönemeyer einfach in die Clubs gefahren ist und seine Musik gespielt hat, egal ob das jemanden interessiert hat, egal ob das angesagt war. Und sowas finde ich zutiefst cool. Das ist das Gegenteil davon, zu irgendeiner Popstar-Auswahlshow zu gehen und da zu singen und gleich als Star zu beginnen, bevor man gesungen hat oder bevor man so Publikum hat
Und der hat einfach sein Zeug gesungen und einfach gemacht. Er sieht doch nicht gut aus, was ich auch großartig finde, weil gut aussehen und Musik machen ist leicht, weil da wird man gleich viel schneller so angenommen. Aber wer nicht gut aussieht, da überzeugt dann wirklich das Können und der Wille, wie stark man wirklich was durchsetzen kann und so. Und Malcolm McLaren, ein begnadeter Manager, sage ich jetzt mal, der hat ja gesagt, such dir 5 hässliche Typen, die nicht spielen können und du wirst Riesenerfolg haben. Zu dem, da kommen wir aber später noch. Jetzt geht's weiter mit Wham. Heißen die wirklich so? Ja. Halt mal was richtig ausgesprochen, ist auch mal selten. Move it, baby, can't you see I'm ready to dance?
Das war jetzt also Wham mit George Michael Jackson, der Jackson war jetzt Quatsch, als Sänger. Und sie, wenn das Lied auch befremdlich auf uns gewirkt hat, war das doch ein riesengroßer Hit. Also hat, ich habe mal auf YouTube geguckt, das hat so viele Millionen Anklicker wie kaum irgendwas anderes. Wir wissen es noch, irgendein Hip-Hop-Zeug. Und da frage ich mich, ob das vielleicht zusammenhängt, dass Lieder einfach uncool werden, wenn sie erfolgreich werden oder so. Das gibt ja hier auch Jens Balzer oder so, der auch Musikbescheidwisser. Und der gibt immer Tipps für Bands, die niemand kennt. Der sagt, er war im Konzert, es war großartiges, klangstrukturelles Abenteuer. Eine Band, die vor 20 Mann spielt oder so. Und sobald es irgendeine berühmte Band gibt, kommt nur Hass irgendwie oder so. Und deshalb gehe ich davon aus, dass cool natürlich immer was für Auserwählte ist. So für wenige, die was kennen, was andere nicht kennen. Und was viele kennen, wird dann einfach uncool. Damit muss man dann einfach leben. George Michael zählt, weiß Gott nicht, als cool. Und Boy George, der auch einen George im Namen hat, deshalb verbindet er jetzt auch nicht. Boy George ist wiederum auch von Malcolm McLaren entdeckt worden, deshalb habe ich den vorhin schon erwähnt. Der hatte die Band Bow Wow Wow und wollte im Prinzip seine Sängerin ärgern, die Annabella, da weil die irgendwie rumgezickt hat oder so. Und da hat er Boy George als Sänger mit eingesetzt und ihn danach sofort wieder entlassen, weil er ihr nur einen Schuss von Bug setzen wollte oder so. Ist auch eine Art, wie man eine Band führen kann. Aber uns geht es eigentlich nur um das Ergebnis. Hier ist Boy George. I am a poet in New York City. You can see your face in my shoes. I'm young and I'm alive, I've got nothing to lose. I dream a book, a lie, a kiss, so much to resist, and then I find you. I am fire, you are water, nothing we can do. I walk into a room and light your fuse. Love. Lights it up with a smile, says sing it again. I dream a book, a lie, a kiss, so much to resist, and then I find you. I am fire, you are water, nothing we can do. I walk into the room and light your fuse. Love is be something I did or something you said. Live under record, a boy or a girl in your head. When the two sevens come together, I'm gonna love you forever and ever. I'm fire, you are water, nothing we can do. A dream, a lie, a book
or a kiss. So much to resist, yeah. Gotta let someone love you. Need to let somebody love you. Boy George. Jedenfalls war das Musik, die wir natürlich auch gehört haben, obwohl man das nicht sagen darf, weil wir ja Punks waren, in dem Sinne underground, die fiesesten, gefährlichsten Typen des Kiezes, so haben wir uns jedenfalls gefühlt. Für einen Außenstehenden sah das ganz anders aus, da waren wir ein paar hässliche, abgerissene Typen, die wohl keinen Job hatten oder so, nichts gelernt hatten, nichts konnten, nur abgehangen haben, aber wir hielten uns für höchst fortschrittlich und die richtigen Bescheidwisser in der Musik. Wer eine Platte mit hatte, hat die mitgebracht, mit den anderen geteilt. Wir fanden The Cure gut, Sisters of Mercy. Das ist ja jetzt mehr Gruft. Das schwankt auch um so puren Punkbands. Fanden wir die Dead Kennedys gut, Black Flag, Sham 69, UK Subs. Und manche Bands, die kannten wir eben, weil die eine Platte gemacht haben, die irgendjemand von uns hatte. Aber wir haben nie gedacht, dass niemand anders die Platte hatte oder so, weil das irgendeine Westberliner Punkband war, die nur 300 Platten gemacht hat. Und wir hatten zufällig eine davon. Und andere Bands kannten wir fast nicht, obwohl die weltberühmt waren oder so. Und untereinander gab es dann irgendwas wie eine, so eine Musikerpolizei, Geschmackspolizei, die aufgepasst hat, dass man nur die richtigen Sachen hört. Wenn man irgendwie mal gesagt hat, ah, ich habe hier so Depeche Mode, was, Popperband. Da musste man schon aufpassen, dass man da nichts Falsches gesagt hat. Kür ging immer. Die waren so der Mittelweg, wo man nichts falsch machen konnte. Aber so eine Band wie Katrina and the Waves hätte man nie sagen dürfen, haben wir aber trotzdem oft gehört. Und zwar in großer Gruppe unserer sogenannten Punk-Freunde auf Hiddensee. Tag und Nacht lief dieses Lied. When you know.
uncool kann auch sehr lustig sein oder zumindest schön. Juanita came to me last night and she cried over and over. Ooh, Daddy, I love you, you know, and I think it's the moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, ooh, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. In Mexico school in France, ooh la love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe. Mir gefällt das Lied immer noch, Smokey Mexican Girl. Das ist jetzt kein Rock oder Pop oder ich weiß auch nicht, Schlager ist das auch nicht. Ich finde es ganz einfach gut. Smokey war für mich früher eine der größten Bands auf der Welt. Schon wenn sie von Mexican Girl singen, heißt das ja also, dass sie auch zumindest in Mexiko berühmt sein müssen. Und da hat mich ein bisschen gewundert, weshalb sie dann in der BRD bei Nürnberg Bus verunglücken. Weil ich denke, was macht so eine berühmte Band in der BRD? Wieso spielen die bei Nürnberg? Aber so war es wohl irgendwie, zwei Mann sind gestorben. Chris Norman hat zum Glück so überlebt. Ich habe noch ein Foto aus der glücklichen Zeit, sogar in der DDR im neuen Leben. Es war so die Bravo der Ostler mit Propaganda drin, war ein ziemlich fieses Heft. Da war ein Poster drin von Smokey, da saßen sie in so einer Toreinfahrt oder so angelehnt. Und das Verrückte war, alle hatten ihre Daumen eingesteckt, entweder in den Hosentaschen oder im Bund, im Hosenbund. Und ich habe noch nie ein Ben-Foto gesehen,
wo alle vier Mitglieder die Daumen bzw. die ganzen Hände so eingesteckt haben. Das hat mich so fasziniert, dass ich jetzt auch immer beide Daumen ab dem Tag so in die Taschen gesteckt habe. Mein Vater ist bald wahnsinnig geworden. Und als ich dann an der Berufsschule war, habe ich gehört, dass einer aus der Parallelklasse an der Bushaltestelle, also er ist nach dem Bus gerannt am Königstor, wollte zum 30er Bus oder so auch zur Berufsschule fahren, ist ausgerutscht, weil es da auch ein bisschen bergauf geht und ist hingefallen. Und da er beide Daumen in seinen engen Jeans-Hosentaschen hatte, hat er sich beide Daumen gebrochen und sah danach dementsprechend aus, hatte so beide Daumen dick umbunden, konnte nicht schreiben, was er natürlich wieder gut fand in der Berufsschule, aber sonst sah er ziemlich elend aus, er konnte auch nichts machen. Es gibt viele Sachen, die man nicht machen kann, wenn man die Daumen nicht benutzen kann. Ich empfehle Kevin, das auszuprobieren. Und da habe ich damit dann aufgehört, zumal an einer Berufsschule, an einer Lehre direkt, hatte ich einen Lehrmeister, der immer darauf geachtet hat, dass ich mich nicht hinsetze und vor allen Dingen immer die Hände aus den Taschen nehme. Da steht immer Hände aus den Taschen, Hände aus den Taschen. Und das habe ich so oft gehört, bis ich es dann auch nicht mehr gemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Aber wir können erstmal mit Pink Floyd weitermachen, dann denke ich mal kurz nach. We'll be right back.
Pink Floyd, das Lied war jetzt auch nicht gerade neu, aber das heißt für mich nicht, dass die alten Lieder alle uncool sind, sondern die neuen Lieder sind für mich oft nicht mal uncool, weil ich die ja nicht gut finde. Bei den uncoolen Titeln ist es ja so, dass ich die auch noch gut finde oder zumindest fand, als sie noch cool waren oder wie auch immer. Aber die neuen Titel, diese Quietschemädchen, die da so singen, Miley Cyrus und so, ich will da ja keine Namen nennen, kommen für mich ja nicht in Betracht, weil das eben nicht Musik ist, die ich so gerne höre, obwohl sie uncool ist, sondern die höre ich jetzt persönlich gar nicht so sehr gerne. Pink Floyd schon, habe ich schon früher gern gehört. Das war für mich die utopischste Band, die es überhaupt gab. Schon das Cover, da standen zwei Männer in so einer Fabriklandschaft und die brannten Beete hinten am Rücken. Das fand ich so faszinierend. Ich habe mir das Cover stundenlang so angeguckt. Ich dachte, wieso brennen die? Wie können die brennen? Wie haben die das fotografiert? Wieso wehren die sich nicht? Also die standen ja da, haben sich die Hand gegeben, standen einfach da und brannten am Rücken. Ich dachte, was ist passiert? Das war für mich wie aus dem Weltall oder so. Das war so verrückt. Und dann gab es hier Animals, die Platte. Da sind so vier Fabriktürme und dazwischen fliegt ein Schwein. Ich habe ja nicht gesehen, dass das aufblasbar war oder ob das reinkopiert war. Ich habe ja nicht darüber nachgedacht, über so eine Themen, wie man Bilder herstellt. Für mich flog ein Schwein über der Fabrik. Und 20, 30 Jahre später fahre ich in London zum Flugplatz aus der Stadt und da kriege ich einen Schock. Da steht die Fabrik da. Die gibt's wirklich. Die sah original aus wie auf dem Cover. Da war die echte Fabrik. Das Schwein hat gefehlt. Okay. Aber die Fabrik war da und da habe ich gesehen, das war ein Foto. Das war alles echt. Und da fiel mir ein, Pink Floyd kommt ja auch aus England. Und so schließt sich der Kreis. Wir haben da auf dem MTV live gespielt, wo sie uns nach der Hälfte vom Lied ausgeblendet haben, weil Till irgendwie Kunstblut aus dem Mund hat laufen lassen. Da waren sie so streng. Es war ein völliges Fiasko. Da waren wir vielleicht 40 Sekunden mal im Fernsehen und deshalb sind wir extra nach London geflogen. Da mussten wir noch mit der U-Bahn fahren und das war alles ein Riesenstress. Jedenfalls gab es die Fabrik wirklich. Und da dachte ich, Mensch, Pink Floyd ist ja richtig geil. Also das dachte ich auch schon vorher oder so. Eine Band, die ich weniger weiß, ist Europe. Ich kenne nur dieses fürchterliche Lied. Wer das nicht kennt, ist wie gesagt auch jünger als 50. Final Countdown. Hört wirklich, wie der Final Countdown klingt. Ich habe extra mal ein anderes Lied rausgesucht. Das heißt Cherokee. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Irokese heißt, weil Cherokee soll wohl Irokese heißen, weil der Irokesenschnitt wiederum heißt Mohawk. Tomahawk gibt es ja auch. Und das ist wahrscheinlich vom Begriff Hawk hergeleitet, was Falke heißt. Aber der Jeep heißt ja auch Jeep Cherokee und wir nennen den natürlich immer Jeep Chicory und finden es sehr witzig, dass man sagt, ey, kommst du mit einem Chicory oder mit einem Mercedes? Ja, ich komme mit einem Chicory. Was soll ich dann noch sagen? Hier ist das Lied. Also als Chicory klingt es vielleicht noch lustiger als Cherokee. Kann man ja mal testen im Kopf. Promises were lies.
Lied hieß Look Away, für die, die es nicht mitgekriegt haben. Die Band war Big Country. Und damit, da haben sie auch meine Aufmerksamkeit erregt, weil sie Country hießen. Ich dachte ja, Country heißt einfach die Musikrichtung. Ich dachte nicht, dass das was mit Land zu tun hat oder so. Also, dass die Musikrichtung nach dem Land benannt wurde, sondern ich dachte, das Land wurde nach der Musikrichtung benannt, weil sie da diese Musik machen. In Amerika, im Country, machen die eben auch Country-Musik. Also machen Country-Musik für dieses Land. Und jetzt habe ich natürlich gehofft, dass Big Country auch eine Country-Band ist. War aber nicht. Ich weiß ja nicht, als was für eine Musik man das bezeichnet. Rock, Pop, keine Ahnung, jedenfalls Country ist es nicht, was mich sehr enttäuscht hat, da ich ja seit Kindheit versucht habe, an Country-Musik zu kommen, an gute Country-Musik, an echte. Das war ganz schwer. Ich bin immer Leipziger Straße lang gerannt, da gab es den Polenladen, den Ungarnladen und den Tschechenladen. Und ich bin in den Ungarnladen gegangen, das war noch der offenste, da gab es sogar mal eine Beatles-Platte und habe gefragt, ob sie nicht Country-Musik haben. Und da haben sie mir eine Platte von Fotograf gegeben mit F. Ich habe die jetzt noch mal gehört, das war ganz, ganz traurig, das war nicht mal uncool, das war eben so, wie sich ungarische Rockmusiker oder Musiker oder normale Leute eben die Country-Musik vorstellen und haben damit ganz viel ungarischen Texten, die ungarische Sprache ist auch eine der schönsten Sprachen ausgesprochen, passt zu Country-Musik sowas von überhaupt nicht und das war dann mein Ersatz, ich hatte ja keine andere, weil bei Schlager der Woche kam diese deutsche Country-Musik mit Kenny Rogers, Wer hat ein Herz, das nie bricht oder so. Oder Günter Gabriel, der deutsche Johnny Cash, der sich selber schon so gut fand, dass es kaum erträglich war. Und da habe ich mir gewünscht, mal endlich eine echte so Country-Band zu hören. Und Big Country hat mich auch enttäuscht. Aber die haben auch nicht versprochen eigentlich, weil die hießen ja nur mal so, weil sie wahrscheinlich das Land meinten. Die nächste Band hat mich nicht enttäuscht. Die fand ich immer gut, findest du immer noch gut. Aber wenn man jetzt irgendwo, wie gesagt, auf einer Party gefragt wird, was man gerne hören will oder auf was für Musik steht, sollte man nicht sagen, dass man Eurythmics-Fan ist. Underneath your dream lit eyes.
Radio 1. Flake, des Tastenfickers Podcast. Mit Finger in einem Charter-Check. Oder besser, Portal in den Check. Frankfurt, Heim, mein Gate, B5, da. Hallo. Sie kräht eine Fensterplatz, ist aus am Jan. 6 Reihe für Ever York, sei Dank. Hat sie's mit dem Darm und er ist aus Träger am Klo. Er hat sie Fitness Center T-Shirt an. Dank ihrem Abo für die Sonne Bank. Vor Gespräch noch da, die zieht verfloren, no. Zwei Bacardi ist ja in die Flurangst. Im vierten Griff fällt dann nur ihre Hand. Dreck am Camp, mit Stachel drauf und Pöbel aufgetrennt. Begrüßungsgurk, der Leintosch, Muschelgeld und schon. Von cooler Atmosphäre in der Luft, die Air-Conditioned absolutes Muss. Ob jedem Ländern Schutzstund, Drop Club Robinson. Julia sprach, ich mach mich schnell mal frisch zu Romeo, der lenkt schon am Tischloch und vom letzten Jahr in Thailand am Dröhn. Spende. Fort gezaubert, Pingus, Kopf und Lände. Time is cash, time is money. Bis Julia, der Haar geföhnt. Schneewittchen leicht, like, bringt sie weg und stöhnt. We on a holiday trip. Bei uns dabei nur coole, nette, junge Leute sind. We're on a holiday trip. Charlie Buch und das war very nice. Swimmingpool mit Barbecue und Diskothek. Eingeborene am Salatbuffet. In folkloristische Livrees gesteckt. Nummeriert, weil die sich ähnlich sind. Jeck. Jüngste Schreie von dem Sightsee Trip. Yeah, ihr Aufpreis. Ob im Sailboat Ship. Mit Panette gleiche sind Robinson. Der Surflehrer stund und unserem Kavalier da doch zu bunt. Und time is cash, time is money. Hätte sich doch nicht lang mit Rum gequält. Schon wird das Schwein zur Direktion bestellt. Fand er mir war auf. Fleisch hatten die nie zu getroffen.
war Bab, was nicht weiter heißt als Papa. Das ist nämlich eine Band aus, ja, weiß ich gar nicht, wie das heißt, Hessen oder so. Und die hatten die lustige Idee, in Mundart ihre Platten zu singen. Ist Köln. Muss ich jetzt selber husten. Also Köln ist wahrscheinlich nicht in Hessen. Ich kenne mich nicht so gut aus in der Geografie Westdeutschlands. Nordrhein-Westfalen tippe ich jetzt mal. Der Ruhrpott, irgend so was Komisches, da kommen die her und die singen eben in Mundart, deshalb heißt die Band auch Bab und nicht Papa, was auch nicht schöner wäre. Und Herr Niedecken hat eine Biografie geschrieben, Gott sei Dank nicht in Mundart, sonst hätte ich die bis jetzt noch nicht fertig, weil Kristallnacht, na das versteht man ja noch, aber die haben auch von drinnen nach Drusse, verstehe ich auch, aber so eine ganze Biografie wäre mir dann doch zu viel. Und die Schlüsselszene oder so, also immer die Leseprobe, was immer so angeboten wird, war die Szene, wo die Stones spielen und Bab spielt als Vorband und Mick Jagger kommt angeblich irgendwie hinter die Bühne ganz aufgeregt und sagt, was ist denn hier los, da ist ja mehr los als bei uns. Und da ist natürlich, das Konzert war auch zufälligerweise in Köln oder Düsseldorf, wahrscheinlich dann eher in Köln. Und das ist klar, dass ein paar Leute auch Bab kennen, die natürlich die Stones auch kennen, aber dass sich die über Bab auch freuen. Und da war Mick Jagger angeblich ganz traurig, dass er weniger Aufmerksamkeit bekommt als Bab. Und das war für Herr Niedecken dann wahrscheinlich der schönste Moment in seinem Leben. Aber ich kann ihn insofern verstehen, dass Vorband zu sein immer schöner ist als Hauptband. Weil eben die Ansprüche sind nicht so hoch, die Versagensangst ist nicht so hoch und man kann, während die Hauptband spielt, sich um die ganzen Frauen kümmern, weil die sind ja noch alle da. Wenn man als Hauptband spielt, ist das Konzert zu Ende, zwapp, da sind alle weg. Die Kantine ist zu, der ganze Abend ist vorbei. Aber wenn man als Vorband spielt, ist man dann schon geduscht, schon angenehm betrunken und kann sich in Ruhe erstens die Hauptband angucken, was der an sich schon geil ist, und noch Party machen oder so. Deshalb würde ich jedem empfehlen, als Vorband zu spielen. Das kann man mal von Bab so mitnehmen. Und jetzt kommt das nächste Lied. Das ist nicht ganz so frisch, aber auch sehr schön. Temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vencida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di nido nuevo, esperanza y calor. Suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Presté cuidados, poco a poco viviste, curaste siempre a mi lado, Charlie. Mas tus ansias de vuelo te elevaron a volar libre hacia el cielo. Tuviste suerte. Suerte al cruzarte en mi camino, yo
Das Lied wird mir wieder den ganzen Abend nicht aus dem Kopf gehen. Ich glaube, es gab auch eine deutsche Version. Du bist der Schrecken. Aber vielleicht habe ich mir das doch nur ausgedacht, weil es klingt so, man kann ja einfach so phonetisch verwandt die Lieder auf Deutsch singen. Jeder würde wahrscheinlich dieses Lied einfach als Rentnermucke bezeichnen. Ich im Prinzip auch. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wie man denkt. Denn ich habe das Pubertier gesehen, dieser Film mit Bleibtreu, hätte ich fast gesagt. Aber ich meine Jan-Josef Liefers, der den Vater spielt. Und da gibt es die Szene, wo der Vater zeigen will, dass er auch richtig gut abrocken kann. Und da spielt er Jeans on. Und dann sagt er, das ist so meine Musik. Und hottet so dazu auf, natürlich für Jugendliche, für mich auch peinlichste Art und Weise ab. Obwohl ich es natürlich genauso machen würde. Aber man sollte eigentlich vor Jugendlichen nicht so tun, als ob man jugendlich ist. Das ist dann uncool. Sondern zu seinem Rentnerwesen stehen. Und auch dann richtig rumrentnern, aber nicht so tun, als wäre man noch so jung und hip. Jedenfalls muss ich sagen, ich habe mich da auch nicht angesprochen gefühlt, weil das Lied Jeans On ist auch für mich ein Rentnerlied. Das war schon alt, als ich jung war oder so. Und genauso wie das Lied jetzt, The Charlie, war auch ein sehr altes Lied. Für mich auch alt und für mich auch gut, aber uncool. Aber mit meinem Uncool treffen sich ja fast die ganzen Solider. Und jetzt wollte ich eigentlich was von Racy hören, aber das Lied gibt es hier in einer anderen Version und schon der Name ist uncool. Rama Lama Ding Dong. Wer nennt denn so ein Lied, bitteschön? Ram-a-lam, ding dong, ram-a-lam, ding ding dong, ram-a-lam, a-lam, a-lam, ding dong, ram-a-lam, a-lam, 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 ding, ram-a-lam, a-lam, a-lam, ding dong, ram-a-lam, a-lam, 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 ding. Hab aber auch eine Band, die aus anderen Gründen uncool ist. Eigentlich aus positiven Gründen, weil die Fans sind zu jung. Da sind wir zu alt. Also man kann ja nicht eine Band gut finden, die die Kinder gut finden, fast schon als erwachsener Mensch oder so. Ich rede von Tokyo Hotel. Ich weiß, ich bin ein paar Jahre zu spät dran, aber wir Ostler, wir sind ja immer ein bisschen so hinterher. Und die haben sich, wie ich gehört habe, nach einem Film benannt. Der Film würde dann auch Tokyo Hotel heißen. Ich habe den Film nicht gefunden. Also entweder ist das Quatsch, haben sie im Interview mal Unsinn erzählt, was sehr klug wäre. Dann Blow Up, verstehe ich, das gibt es als Film. Und jemand hat sein Kino danach benannt, ist jetzt leider so auch schon wieder zu. Vielleicht hieß der Film auch Tokyo Express, aber das Chungking, irgendein anderer Express. Jedenfalls, Tokyo Hotel ist für Jugendliche cool, für mich nicht so, aber ich finde sie gut. We'll be right back.
Meine Oma hatte gesagt, wer schreit, hat Unrecht. Und ich war natürlich immer der, der geschrien hat. Und deshalb, ja, das hat mich irgendwie geprägt. Es gibt aber auch Bands, die das leiser machen. Ich habe hier R.E.M. mit Everybody Hurts. Bei mir im Computer steht natürlich wieder Everybody Hurts. Und also jeder hört's. Klare Sache. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much. Also man sieht wirklich, uncool muss nicht schlecht sein, ist eher total schön. Und wie gesagt, am coolsten sind die, die ja nicht versuchen, cool zu sein und uncool sind. Und eigentlich sind die einfach uncoolen
auch uncool ist gut. Man muss nicht immer nur in cool oder nicht cool denken, sondern ist auch nicht in gut und schlecht. Ich glaube, um Menschen einzuschätzen, braucht man überhaupt keine Kriterien. Hauptsache, sie sind nett, was auch schon wieder ein Kriterium ist. Nett ist der Bruder von Scheiße, ich weiß auch nicht, was man nett sein soll. Am besten ist, man fühlt sich wohl, nicht auf Kosten der anderen. Darauf können wir uns so doch einigen. Und einer, der das sich nicht so zu Herzen genommen hat, den hören wir jetzt als Letzten. Ich muss dazu nichts sagen, denn dieser Mann, ich sag erst Tschüss und dann sage ich das Lied an. Also Tschüss, no face, no name, no number. Podcast von Radio 1.